ist das für dich so, wie du, eben, du bewegst dich in dieser Welt von den Stars, ganz klar. Aber du bist ja eigentlich deine Werte. Ich meine, wir waren ja mal bei dir daheim gewesen, und da hat man zum Beispiel gesehen, dass du sehr religiös bist oder religiös. Ich schätze jetzt mal so ein. Und du hast so Werte, wo wir jetzt vorher gesehen, wo du so vermittelst. Ist das nicht einmal so ein Konflikt, den du hast, wenn du so in dieser Welt dich bewegst, aber eigentlich deine eigenen Werte noch dann so standhalten würdest und bei denen bleiben würdest, ist nicht schwierig? Es sind so die allgemeinen Werte, finde ich, die man halten sollte. Ich meine, Religion, ein Glauben finde ich wichtig, das gibt einem Halt im Leben. Ja. Und ich bin überzeugt, der Christ, und gebe das weiter meiner Familie, meinen Freunden. Wer, der glaubt an das, der glaubt an das, jedem das Seine. Ich glaube an das, ich finde es einfach einen guten Halt, aber ich finde allgemein so Werte sind wichtig. Was ja verloren geht. Also, ja. Eben, ist es nicht schwierig für dich? Weil mich denkt, du hast deine Werte und dann bleibst du auch treu. Behaupte ich jetzt einfach mal so, wie ich dich jetzt wahrnehme. Mhm. Ist es dann nicht schwierig, wenn du vielleicht in eine Welt hineinkommst, wo gewisse Werte vielleicht nicht mehr so wertgeschätzt werden, wie sie sollten sein? Du kannst es weitergeben, aber ob die Leute dann aufnehmen. Ich meine, die ganzen Social Media, die Leute gehen in den Ausgang. Früher sind die Leute in den Ausgang, um jemanden kennenzulernen. Ja. Also, du bist in den Ausgang, hast du noch müssen wieso Mühe gehen und hast müssen alle Mut der Welt zusammenfassen, um dich anzusprechen. Und sonst hast du halt eine CD gegeben oder so. Aber heutzutage gehst du auf Facebook, checkst ab, also so heisse Feigen, schreibst mal einen Request, dann schreibst du etwas. Wenn gehst auf 1%, schreibst 100, eine schreibt dreh zurück. Ja. Dann hast du alles, dann musst du nichts mehr machen. Und früher bist du in Ausgang, du hast dir Mühe gegeben. Heutzutage nicht mehr gar nicht mehr in Ausgang. Darum ist es so, die Clubs die sterben ab, Festival, die müssen immer mehr bieten. Das ist ja fast ein Feuerwerk, ein Spektakel. 100'000 DJs auf einen Haufen, jede Stunde brettert ein nacheinander, alle Hits am Abend. Und du kriegst so viel Content permanent. Und die Werte, das ist halt alles, was verloren geht. Oder ich bin jetzt mit meinem Sohn, der ist auch mitgekommen, 2 Wochen auf Sommertour, habe seine Kollegen mitgenommen. Eben, er hat seinen Horizont aufgemacht, abgecheckt und am Strand. Und seine Kollegen auch. Aber dann zwischendurch haben die Handys wieder mal eingefordert. Dann haben gesagt, hey Jungs, hier Handy ablegen, abstellen. Jetzt sind wir mal 2-3 Stunden. Oder wir sind essen zu. Ja. Dann gesagt, Jungs, Handy auf den Tisch. Es geht schlecht, das sind recht im Zweifel. Meine Mama ist voll streng mit dem. Gell? Kein Nattel am Tisch. Also finde ich wunderbar, dass er das macht. Aber also er hat seine Geburtstagsparty gemacht und dann hat er mehr Chicks als Jungs eingeladen. Und ich habe schon gedacht, holy shit. So ein guter. Und die sind permanent am Handy gewesen. Und ich gefunden, hey, kann ich doch mal ein bisschen miteinander reden? Was machen wir jetzt? Ein Handy-Check. Ja. Ich habe auch Handys, ich habe Nummer eins. Ja. Ich bin aber zum Beispiel Sonntag bis heute Morgen habe ich es abgestellt. Da haben mir Leute auf Facebook gesprochen, hey, dein Handy, die Nummer geht nicht mehr. Was ist alles okay? Und so. Und dann denke ich, hey, easy. Ich habe jetzt mal 48 Stunden Handy ab. Ja. Schönste ist, in die Ferien gehen und das Handy abstellen. Das ist der Traum, gell? Und dann auch pinnen. Und ich habe jetzt eine neue Religion erschaffen bei mir daheim. Okay. Ich tue jetzt, wenn ich aufs WC gehe, das ist meine Erlösung, oder? Okay. Moment. Da kannst du im Facebook, Instagram, kannst alles durchchecken. Amis bleibe ich dann irgendwie eine halbe Stunde sitzen und dann haben die Leute schon untergegangen. Ja. Und jetzt habe ich mir gesagt, seit 2 Wochen, weißt du was? Log dich aus auf Facebook. Also nur noch einen Messenger brauche ich amis, um Leute antworten ab und zu. Und auf dem WC habe ich jetzt eine biege Hefte. Jetzt schaue ich nur noch Hefte durchschauen. Das ist geil. Andere Content. Das ist gut. Man muss auch in anderen Content schön. Irgendwann wirst du dich sicher auch mit etwas anderem beschäftigen wie Musik. Irgendwann, also wenn ist so der Punkt, wo du sagst, so, jetzt beschäftige ich mich mal mit anderem Content, mit anderem Inhalt in meinem Leben. Wenn sagst du so, jetzt lege ich das mal so ein bisschen auf, das Musikding. Gibt's also Musik ist natürlich meine Leidenschaft. Natürlich, ich brauche Musik. So, ja. Wenn ich heimkomme, jetzt momentan höre ich nur noch klassisch, es ist Herbst, dann liebe ich das. So ein bisschen in eine andere Welt abtauchen, aber ich habe gerne Innenarchitektur, ich habe gerne Möbel, Kunst, Architektur allgemein, Autos und so weiter. Das sind Sachen, die interessieren mich sonst. Oder jetzt ist gerade in Hongkong eine geile Auktion, wo so coole Art verkauft wird, so ein bisschen moderne Sachen. Dort würde ich gerne gehen im Oktober oder dann fliegen und einfach mal so etwas anderes machen. Ja. Aber Musik gehört immer dazu. Okay. Aber ich muss jetzt auch nicht permanent mich beschallen und ich muss auch nicht, ich verstehe nicht die Leute, die feiern, wenn sie aus dem Büro gehen, Musik. So im Traum so. Dann Handy, Facebook, Instagram, whatever. Und permanent, bis ins Bett gehen und dann morgen wieder, bis sie im Büro sind. Das erste Mal jetzt mehr checken und so, du aufstehst am Morgen. Ja, wenn ich am Morgen aufstand, schaue ich dann schon irgendwann mal schnell, was ist geschrieben worden, Mails wichtig, habe ich irgendwann einen Preis gewonnen, nein, etwas Wichtiges. So ein eigenes Preis natürlich. Genau. Sagen. Aber ist es nicht so, dass das, klar, du bewegst dich und du hast kommunizieren mit den Leuten, das ist wichtig. Aber eben die permanente Handybeschallung, das finde ich auch ein bisschen. Okay. Die Leute wissen nicht mehr, im Wald spielen die Kinder, was ist das? Oder mal draußen. Genau, Räuber und Bolli. Oder Versteckis machen. Oder so Sachen. Ja. Flash-Spiel.
Heute machst du Handyspiel. Ja, dort, wo es anfängt zu blinken, den musst du küssen. So gut.